Guten Abend. Schönen Tag. Ja, das war schon ein bisschen ein Vorgriff auf den Abend. Es ist ja heute ein nicht nur herrlicher, sondern schicksalsträchtiger Tag in Österreich, an dem ein Bundeskanzler, der aus dem nördlichen Teil von Meidling, also quasi aus dem Waldviertel von Meidling stammt, um seine Wiederwahl kämpft. Das heißt, wir haben hier schon einen ganz aktuellen Bezug zum Roten Wien, das er ja immer wieder lobend hervorhebt als Modell für das Land, für die Welt, für Europa. Und ja, werden wir sehen. Das heißt, es passt gut, dass wir, wie das Programm hier lautet, ja die großen Fragen unserer Zeit verhandeln sollen im Rahmen dieser ganzen Veranstaltung, Humanities-Veranstaltung von Wien Museum, Institut für Wissenschaft von Menschen. Und ich begrüße den Historiker Werner Michael Schwarz, beziehungsweise er begrüßt mich, weil er ist ja sozusagen Hausherr. Ich bin ja hier nur ein sehr flüchtiger Gast. Und was wir uns vorgenommen haben ist, er wird mir gleich widersprechen, wenn er das für notwendig hält, das Rote Wien, seine Genese, seine Bedeutung, aber auch, weil ich bin ja kein Städtehistoriker, ich beschäftige mich mit dem Sport, deswegen wurde ich auch hier eingeladen, auch sozusagen die Körperkultur im Roten Wien, die Körperkultur in der Großstadt, in diesem Wien, das ja in mancherlei Hinsicht doch ein Modell ist für eine große Kommune, zu beleuchten. So jetzt nur ganz kurz schlagwortartig vorausgeblickt, wie kommt das einerseits das Nationale nach Wien, nicht zuletzt auch über den Sport, denken Sie ans Nationalstadion. Wie kommt das Gesunde, die Sorge um die Hygiene der Menschen in die Stadt, in die Stadtpolitik, was ja auch ein Aspekt des Sports, des weit gefassten Begriffs von Sport ist. Das heißt, ich möchte den Werner Schwarz jetzt einmal gleich ganz aktuell angehen und sagen, braucht Österreich und vor allem braucht Wien ein Nationalstadion? Und wenn ja, was würde es bedeuten? Und wenn nein, was würde damit für uns alle Wiener und Österreicher verloren gehen? Naja, gut, gute Frage jetzt. Wir haben ja ein Nationalstadion, oder? Es gibt ja sowas wie ein Nationalstadion. Jetzt will ich sofort historisch argumentieren. Ursprünglich wurde es nicht das Nationalstadion indentiert. Also es ist ein Bau des Roten Wien. Aber warum es zum Nationalstadion geworden ist, das ist eine interessante Frage. Und das führt uns dann aber wirklich tatsächlich zu interessanten Fragen des Roten Wien, wenn man dann viele Paradoxien des Roten Wien eigentlich aufdecken kann, Widersprüchlichkeiten, aber auch Dynamiken des Roten Wien. Also zum Beispiel eben der Widerspruch des Roten Wien oder in der sozialdemokratischen Körperkultur, der Sportpolitik, ging es ja in erster Linie eigentlich immer um den Massensport, um den Gesundheitsaspekt, auch natürlich um die Formierung der Massen, aber niemals um einen Zuschauersport. Und trotzdem baut man dann 1931 oder von 28 bis 31 ein Amphitheater, ja, also eine reine Zuschauerarena. Also da wird schon mal sichtbar, dass es da bestimmte Widersprüchlichkeiten gibt. Also vielleicht nochmal, um ein bisschen dieser aktuellen Frage auszuweichen, würde ich sagen, wurde höchstens als Republikstadion konzipiert. Das kann man, glaube ich, ganz gut begründen. Es wurde auch so quasi die Weihe-Inschrift zum Stadion, bezieht sich auf 10 Jahre Republik und auch heute nicht mehr so gut erkennbar an diesem Nationalstadion, dass es auch tatsächlich ein sehr demokratischer Raum oder ein als sehr demokratischer Raum konzipiert war, sehr flach. Man sprach ja damals immer von einem Oval, von einer Schale eigentlich, die sehr tief eingesenkt war, wo es kaum Hierarchien gab. Also ich beziehe mich da hauptsächlich auf Arbeiten von Bernhard Hacht-Leitner, den wir beide gut kennen, also der eine sehr faszinierende Dissertation dazu geschrieben hat. Also insofern gibt es viele historische Perspektiven, aber zunächst zu sagen, es ist kein Nationalstadion, dass es eben eins geworden ist, hat dann viel mit dem Roten Wien zu tun. Und ob wir heute eins brauchen, ja, ich meine, ich gehe nicht hin, also jetzt weiß ich nicht genau, wer es braucht. Ja. Also wenn wir ein neues bauen, das ist ja ein bisschen die Frage, glaube ich, also gibt ja gerade die aktuelle Debatte, brauchen wir ein neues Nationalstadion? Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten und der Herr Skoczek hat mich ein bisschen darüber unterrichtet,
dass es aus der Sicht der Fußballfans tatsächlich ein neues Stadion braucht, weil dieses alte Stadion in seiner Anlage, eben so ein bisschen eine Mischform aus aktiven Sport und Zuschauersport, also relativ breit angelegt ist und so quasi dem neuen Fußballerlebnis widerspricht, das also relativ steile Ränge vorsieht, damit man halt irgendwie eine möglichst dichte Atmosphäre schafft. Also ja, ich kann dem natürlich nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Die Frage, man kann natürlich auch sagen, gut, Fußball ist wichtig, warum soll man den Leuten diese Möglichkeit nicht geben? Dann müsste man sowas ja gut natürlich vielleicht kalkulieren, ja, und sagen, im Vergleich zum Beispiel zu einem Museumsbau wie hier, ne, wer geht dorthin, für wen wird es gebraucht, ja, wer profitiert davon und so weiter. Das würde ich dann natürlich gerne im Vorfeld diskutieren, ob man sowas braucht. Ja, steigen wir da gleich ein. Würde das Rote Wien, die feste Burg der österreichischen Sozialdemokratie noch, damit gewinnen, wenn man ein neues Stadion als einen Repräsentanzbau um, ich schätze jetzt einmal, mindestens 300 Millionen Euro dorthin stellt. Denn das alte ist ja ist ja geschützt, also das darf man nicht abreißen im Moment. Man kann es natürlich über alles hinwegsetzen immer, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Jetzt gibt es vom ÖFB Vorschläge, das nach Pandorf zu verlegen oder anderswo in die burgenländische Pampa. Es war das, wie du sagst, ja auch angelegt von der Wiener Sozialdemokratie als Republikstadion. Das heißt, dieser Repräsentanzgedanke hat ja schon damals weit über Wien hinausgewiesen. Und das ist 28 bis 31 gebaut worden, also da war das Rote Wien schon eine gut etablierte Bewegung, also in der Mitte der Bewegung. Ja? 31 ist dann eröffnet worden zur zweiten Arbeiterolympiade, die in Wien stattgefunden hat. Das heißt, das war nicht nur eine Sache, die für Wien wichtig und interessant war, sondern das hat sehr wohl weit über Wien hinausgewiesen. Ja. Ja, ich meine, interessant ist natürlich, könnte man sagen, jetzt von der Grundkonzeption, von der Programmatik des Roten Wien, war das ja ein bisschen anders geplant. Ja, also wie man das Stadion ausgeschrieben hat, hat man eigentlich, wie soll man sagen, einen relativ offenen Raum irgendwie sich vorgestellt. Also wo der Zuschauersport oder die Zuschauerbereiche und so quasi die Bereiche der aktiv Sportelnden eigentlich einen relativ großen Übergang sind. Also man hat kein geschlossenes Amphitheater eigentlich ursprünglich geplant gehabt, sondern so eine offene Arena, wo es einen Teil gibt mit Rängen, aber ein Teil ist quasi offen in so ein großes Feld, wo dann auch diese Masseninszenierungen stattfinden hätten können. Dass man sich dann eben für ein Amphitheater entschlossen hat, also quasi für einen geschlossenen Bau, das weist darauf hin, eben, dass man offensichtlich schon ein bisschen mit dem Fußball kalkuliert hat. Ja, also die Sportart, die damals sowas wie ein klassisches Stadion gebraucht hat, war der Fußballsport. Aber der wurde, wenn man so will, auf der professionellen und auch auf der nationalen Ebene von der Sozialdemokratie wieder abgelehnt. Ja, also es gibt eine Reihe von so interessanter Widersprüche. Das Stadion wurde ja auch quasi mit so gesundheitspolitischen Argumenten begründet. Und eine schöne Episode daran ist, dass Julius Dander, der damalige Stadtrat, das Stadion alkoholfrei haben wollte. Ja? Also es wurde anfänglich tatsächlich kein Alkohol ausgeschenkt, aber dann wurde das Stadion der Betriebsgesellschaft übergeben und die hat dann aber quasi wieder eben Alkohol zugelassen. Ja? Also das Geschäft hat sich durchgesetzt. Das Geschäft hat sich durchgesetzt und offensichtlich war es nicht immer ganz klar, wofür das Ganze gut ist. Man kann es natürlich jetzt in die Repräsentationspolitik des Roten Wien generell einbauen, ja? Dass man eben auf repräsentative Bauwerke wie im kommunalen Wohnbau gesetzt hat und wenn man so will auch die Architekturhistorikerin Yves Blau spricht eben, dass man die Stadt von innen heraus transformieren wollte. Man wollte keine Gegenstadt planen, wie das ja auch durchaus denkbar gewesen wäre. Man sagt, man lässt das bestehende imperiale Wien in Ruhe und baut ganz an der Peripherie eine neue Stadt, sondern man hat eigentlich die neue Stadt, das neue Rote Wien in die alte Stadt hineingebaut, also quasi mit der Idee, diese Stadt von innen her zu transformieren. Und da passt das Stadion nicht wieder gut dazu, ja, so quasi einen repräsentativen neuen Ort zu schaffen, der eben relativ monumental ausgeführt ist, obwohl er in der Programmatik des Roten Wien gar nicht so zweckmäßig war. Ja. Interessant, denn die Wiener, die weitaus überwiegende Zahl der Wiener war ja damals bitterarm. Es war damals auch die große Zeit des Wiener Fußballs, der ja international unanzweifelbar als österreichischer Fußball durchgegangen ist. Ja? Sie dürfen nicht vergessen, 1930, 31, da gehen die Deutungen dann auseinander, bis 32 war das österreichische Wunderteam zugange.
Dieses, die haben alle geschlagen, was nicht rechtzeitig flüchten konnten. Und dieses Wunderteam hat nur aus Wienern bestanden, mit der einzigen Ausnahme von Tormann Rudi Hieden, der war aus Graz, aber der hat in Wien beim WAC gespielt. Das heißt, dieses Stadion war, wie der Werner sagt, wahrscheinlich auch natürlich gedacht, vielleicht nicht so offiziell propagiert, aber sicher auch gedacht für diese Fußballer, die damals in Wien die Spitze der Kulturbewegung des Fußballs, der europäischen Fußballerbewegung, repräsentiert haben. Die Frage, die ich jetzt habe, die Armut der Wiener, die bejammernswerten hygienischen, gesundheitlichen, bewegungsmäßigen Einrichtungen in Wien, warum hat man ein Stadion gebaut und nicht mehr Geld in den Ausbau von Bädern oder von kommunal nutzbaren kleinen Flächen gebaut? Hach-Leitner schreibt ja auch, wenn man die sozialdemokratische Körperkultur und deren Ideologie wirklich knallhart hätte verfolgen wollen, dann hätte man nicht das Geld in ein großes Stadion gesteckt, sondern in viele kleine Sportanlagen. Ja, das ist nicht auch einer, wenn man so will, das ist einer der Widersprüche, die auch in der Partei kritisiert worden sind, dass man eben quasi so ein monumentales Gebäude hinstellt und nicht quasi die vielen kleinen Vereine an den unterschiedlichen Orten in Wien fördert, hat man natürlich auch gemacht oder so. Kann man nicht auch einerseits wieder mit dieser Vorstellung der neuen Stadt begründen, also mit diesem repräsentativen Bauwerk? Es war ja damals geplant, dass da ein großes Sportfeld eigentlich entwickelt hätte werden sollen, ein Stadion als Zentrum, aber mit ganz vielen Sporteinrichtungen rundherum. Das Stadionbad ist ja quasi noch einer der Einrichtungen, die es aus dieser Zeit gibt. Also das ist, man kann sagen, es ist ein bisschen diese Stadtbaupolitik, die da wahrscheinlich irgendwie ein Grund dafür ist, dass man das so löst, natürlich auf der anderen Seite vielleicht einen Raum zu schaffen, wo man so die Bewegung verdichten kann. Da geht es ein bisschen natürlich um die Frage, wie formiert man die eigene Basis, ja? Also wie zeigt man die eigene Basis? Also man kann sagen, am Rathausplatz, am 1. Mai kann man sie zeigen, man kann sich selbst zeigen, man kann sich als stark zeigen. Stadion ist natürlich ein interessanter Ort, um auch sowas zu tun, ja? Also quasi um die Leute dann dort quasi, wie soll man sagen, als einen gemeinschaftlichen politischen Raum irgendwie zu repräsentieren, ja, also quasi im Konflikt mit dem politischen Gegner zu sagen, wir sind viele, ja, also die Leute auf den Rängen und unten, es gab ja dann auch tatsächlich einige dieser Veranstaltungen, Massenveranstaltungen, wo man eben das Stadion nicht für Sportveranstaltungen, sondern unmittelbar für politische Veranstaltungen genutzt hat. Aber was ich enorm interessant finde mit dem Fußball eigentlich, nur die Sozialdemokratie, viele der Konzepte der Sozialdemokratie stammen natürlich aus einer Zeit vor 1914, ja. Was aber dann nach 1918 auf die Sozialdemokratie auch relativ überraschend zukommt, ist eben zum Beispiel die Faszination des neuen Fußballsports. Ja, also damit hat man vor 1914 eigentlich keine Konzepte entwickelt gehabt. Ja, also gibt ja viele Kulturtheorien, die sagen, wie nach 1918, auch aus den Kriegserfahrungen der Menschen, aus den Schützengräbenerfahrungen, so eine ganz neue Körperkultur kommt. Ne? Also 1918, 19 ist in vielfacher Beziehung eine Art der Befreiung, nicht nur im politischen Sinn, ja, sondern viele dieser, wie soll man sagen, viktorianischen Regeln vor 1914 fallen. Ja, das zeigt sich ganz schön bei der Bäderkultur, bei der Schwimmkultur, zeigt sich aber eben beim Sport. Also der Körper kriegt eine ganz neue Bedeutung und neben dem Körper gibt es eine neue andere, wie man so sagt, Massenkulturen wie das Kino oder so, die eine enorme Rolle und Bedeutung bekommen und damit kriegt die Sozialdemokratie ein Problem. Ja, sie kämpft für den 8-Stunden-Tag, sie kämpft für 8 Stunden Freizeit. Sie will, dass die Leute diese Freizeit natürlich auch sinnvoll politisch nutzen. Was tun sie? Sie gehen zum Fußball, sie gehen zum Kino. Ja, das ist von Anfang an, wie soll man sagen, eines der großen Dilemma der Sozialdemokratie der 20er Jahre. Ja, also, wie tut man da jetzt? Ja, also eigentlich sollten die Leute was anderes machen, sollten gesund sich bewegen, aber nicht Fußball zuschauen. Und so. Da sind wir aber schon in einer sozusagen reifen Bewegung des Roten Wien. Gehen wir doch, Vorschlag, an den Anfang zurück. Ja? Es wird ja heute auch die Stadt Wien, nehmen Sie nur diese ganzen Rankings vom Economist und von anderen, Wien als lebenswerteste Stadt beurteilt. Ja, das war sie 1918 offensichtlich nicht. Das heißt, heute hat man die Schwierigkeit, diese kommunalen Initiativen, Wohnen, ist das jetzt eine Marktgeschichte, ist das ein Anspruch, sozusagen ein Menschenrecht, zu argumentieren. Damals, das Rote Wien ist ja aus einer extremen Notlage entstanden. Der Wohnungsbau, habe ich gelernt, war nicht unbedingt das Erste, aber die Armut, die
jämmerlichen Zustände in vielerlei Hinsicht waren der Anstoß, dass man gesagt hat, offenbar in der Stadtregierung, in der SPÖ, die ja damals auch neu war, das darf man nicht vergessen, die Regierung der Stadt von sozialdemokratischer Seite her, wir müssen was tun, oder? Ja, kann man sagen, man muss was tun, ja. Hat das, das Rote Wien wird ja sehr stark konnotiert mit dem Wohnungsbau, Gemeindebauten. Das war aber nicht die erste Phase, oder? Nicht direkt die erste Phase. Ich meine, natürlich kann man wahrscheinlich immer wieder unterstreichen, aber wir kennen das wahrscheinlich viele jetzt auch aus den ganzen Kriegsjubiläen in den letzten Jahren, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wien ist tatsächlich, wie soll man sagen, zu dem Zeitpunkt in Europa wohl eine der lebensunwertesten Städte. Ja? Also nach 1918, Versorgungslage ist katastrophal, Hunger, Kälte etc. Also man kann das ganz gut begründen, wie soll man sagen, auch mit dem Ersten Weltkrieg, das fängt ja schon quasi sehr früh im Krieg an, dass Wien komplett unterversorgt ist. Das hat mit diesem Eisenbahnsystem zu tun, alle Eisenbahnen der Monarchie gehen über Wien, das heißt, also die ganze Kriegslogistik läuft über Wien, jeden Tag kommen Tausende Verwundete in Wien an, müssen von einem Bahnhof zum anderen gebracht werden. Also man muss sich das wie ein Tollhaus vorstellen im Ersten Weltkrieg, und so quasi kam auch die Versorgungslage komplett unter Druck. Also insofern, Wien ist schon ab 1916, wie soll man sagen, eine komplett verarmte Stadt. Dann gibt es interessante Bewegungen wie diese Gartenstadtbewegung oder diese Siedlerbewegung, Siedlerinnenbewegung, das raus auf, also quasi in die Peripherie der Stadt, dort selbst Gemüse anbauen wird staatlich gefördert, die Leute fangen an, das zu besetzen, wohnen dann dort und so weiter. Also da gibt es in Wien wirklich ganz außergewöhnliche, wie soll man sagen, Herausforderungen dann auch für diese neue Stadtregierung, ja, damit umzugehen, also zunächst einmal diese Versorgungslage einigermaßen in den Griff zu kriegen. Aber worauf du, glaube ich, anspielst, ist, zunächst einmal denkt man gar nicht so sehr nur an den kommunalen Wohnbau. Es gibt ja die Siedlerbewegung, die so als genossenschaftliche Selbstverwaltungsbewegung entsteht. Das heißt, nur zur Klärung, Siedlerbewegung heißt Häuselbauen am Stadtrand. Heißt Häuselbauen am Stadtrand ist, muss man sagen, tatsächlich, glaube ich, die dominante Utopie von vielen Menschen dieser Zeit. Also es gab, um nur ein Beispiel zu sagen, das mich immer sehr überzeugt und fasziniert, im September 1923 gab es eine große Siedlerausstellung am Rathausplatz, und die hat ist eine Woche gelaufen und wurde angeblich von 500.000 Menschen besichtigt. Also das ganze Rathaus war quasi komplett verwandelt, eine schöne Metapher für diese neue Zeit, nämlich da waren die ganzen Kaninchenzüchter, die Taubenzüchter, die Obstbauern, die Siedlerbewegung, es wurden Musterhäuschen auf den Rathausplatz gestellt und so weiter, die man sich anschauen konnte. Also wirklich so eine blaue Lagune, könnte man sagen, unter den 1923 Umständen oder so. Aber sie setzt zunächst auf ein Wohnbauprogramm oder auf eine Wohnungspolitik, die man gar nicht so stark in Erinnerung hat, nämlich sowas wie eine Zwangsrekrutierung. Also der private Markt wurde nach 1918 aus unterschiedlichen Gründen eigentlich ausgeschalten, und jede Wohnung, die frei geworden ist, musste staatlich oder kommunal gemeldet werden und wurde dann vergeben. Ja, also quasi die größte Not nach dem Ersten Weltkrieg wurde nicht durch das kommunale Bauprogramm und auch nicht durch die Siedlerbewegung eigentlich gelindert, sondern durch diese Form der Umverteilung. Ja, also es wurden Leute einquartiert in größere Wohnungen wurden nicht mehr im freien Markt vergeben. Also der private Wohnungsmarkt wurde eigentlich in den ersten Jahren nach dem Krieg komplett ausgeschaltet. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, oder? Dass der Markt als etwas zur Verbesserung der Lebensumstände Ungeeignetes ist. Heute ist ja das genau umgekehrt. Heute wird der Markt die heilende oder die helfende Hand, die unsichtbare Hand des Marktes, als quasi Patentlösung für alle Probleme und noch was dazu erachtet. Das war aber nur wahrscheinlich argumentierbar, verträglich, wenn du gerade aus einem Krieg kommst, wo sowieso alles von oben bestimmt worden ist. Ich meine, es gibt ja keine ärgere Zwangslage wahrscheinlich als einen Krieg, und dann hört der Krieg auf und du bist sitzt im Dreck, und dann bist du froh, wenn du politisch zugeteilt wirst und verschwendest keinen Gedanken daran, dass es keinen Markt gibt. Das heißt, man könnte ja fast polemisch sagen, Markt ist die Zuweisung oder das Überlassen von Lösungen einem Markt ist quasi eine Wohlstandsgeschichte, oder? Es ist auf jeden Fall, so Wohlstand muss man vielleicht nicht zwingend sagen, aber natürlich kann man sagen, diese Akzeptanz, dass der Markt ausgeschaltet wird, hat natürlich mit der großen Krisenerfahrung zu tun. Ja, tatsächlich, also eben im Krieg ist man komplett fremdverwaltet. Also diese 4 Jahre, und noch dazu wurde man schlecht fremdverwaltet aus der alltäglichen Situation der Leute heraus. Ich meine, deswegen ist ja die Siedlerbewegung so interessant, ja, weil die eine ganz konsequente Antwort auf diese 4 Jahre Fremdverwaltung
gegeben haben. Nämlich sagen irgendwie, wir machen unser Leben komplett selbst. Ja, wir buddeln da in die Erde und bauen unsere Häuser. Es gibt ja wunderbare Fotos, die das vermitteln. Ja, wir verwalten uns selbst, wir versorgen uns selbst. Also quasi wir verzichten komplett auf diese Formen kommunaler oder staatlicher Verwaltung. Ja, also das ist tatsächlich schon sehr radikal gedacht gewesen. Man kann natürlich heute sagen, es gibt viele Gründe, dass man so nicht gut leben kann in einer Stadt mit 2 Millionen, dass es nicht alle machen können, weil dann wird es tatsächlich ein bisschen problematisch. Aber als Antwort war es nicht sehr konsequent zu sagen, wir verzichten eigentlich auf jegliche Form von kommunaler und staatlicher Verwaltung und machen uns einfach alles selbst. Ja. An dieser Stelle möchte ich kurz verweisen, bitte auf den Büchertisch. Und an wo der wunderbare Katalog zu der Ausstellung Das Rote Wien, das im Außenquartier des Wien-Museums neben dem Rathaus ist und viele andere interessante Bücher. Und im ersten Stock ist auch eine interessante Ausstellung. In diesem Katalog, nämlich, deswegen komme ich jetzt auch drauf, wird ja vom Herrn Schwarz und anderen Wissenschaftlern als Einleitung zu dieser Ausstellung diskutiert, wie kommt eine Stadtregierung dazu, den Leuten vorzuschreiben, ich sage das jetzt nur schlagwortartig, ihr müsst gesund leben, ihr müsst euch jeden Tag waschen und ihr müsst ins Freie gehen und so weiter. Ich meine, wie kommt man dazu, sich das vorschreiben zu lassen? Wie kommt man dazu, dass das finanziert wird mit meinen Steuern, Bäder und so weiter? Wie kommt, kurz gesagt, dieses Bewusstsein, Luft, Natur, gesund bewegen, gesund essen in eine Großstadt? Ja, naja, vorschreiben würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen oder so. Also machen Sie den Leuten natürlich, ja, das kann man nicht. Das ist nicht die Frage, wie autoritär ist das Rote Wien? Das ist ja immer eine große Diskussion bis heute. Ja, also wie sehr. Ich meine, es gab Zeiten, wo es Ihnen vorgeworfen wurde, dass es zu wenig autoritär waren. Das gab es natürlich auch. Ja. Also man muss sagen, in der Kritik des Roten Wien gibt es ja diese beiden Seiten. Es war zu autoritär, es war zu wenig autoritär. Es ist wahrscheinlich tatsächlich in seiner Dynamik etwas, was vielleicht genau das ganz gut beschreibt. Ja. Dass es eben immer so ein bisschen elastisch ist, unter Anführungszeichen. Vielleicht heute ist halt dieser Begriff ein bisschen problematisch, aber man kann es dem Roten Wien zuschreiben, dass er Teil seiner Dynamik aus diesen, wie soll man sagen, aus diesem Spiel mit Individualität und Kollektiv, aus Zwang oder als Angebot und dann doch wieder Toleranz. Also man sieht es ja schon bei der Fußballgeschichte. Also einerseits hat man gegen den Profifußball opponiert, andererseits hat man es den Leuten ja trotzdem nicht verboten und da gar nicht verunmöglicht. Also wenn Sie an den Karl-Marx-Hof denken, wie der gebaut worden ist, da oben gab es das riesige Stadion, das Hohe Warte-Stadion, wo, glaube ich, 100.000 Leute reingegangen sind. Es gibt unglaubliche Fotos aus den 20er Jahren, wie die Leute da in 30er Reihen stehen, hochdiszipliniert. Also für uns heute unvorstellbar, sicherheitstechnisch, aber der Karl-Marx-Hof wurde so angelegt, dass man eben von der Stadtbahn direkt da durchgehen konnte zum Hohe-Warte-Stadion. Also quasi, das ist ein schönes, wie soll man sagen, architektonisches Beispiel, wie elastisch sich das Rote Wien zu diesen Fragen verhalten hat. Also man hat natürlich Angebote gemacht irgendwie für den Breitensport und so weiter, aber trotzdem hat man den Leuten nicht verboten oder sie gar nicht verunmöglicht, irgendwie halt diesen Profisport anzuschauen. Ja, also eben von dem her denke ich mal natürlich, es wurde auch schon viel vorgearbeitet vor 1914. Also man, wie soll man sagen, die gesundheitlichen Zustände, der Wohnungsmarkt vor 1914 war Katastrophe. Das war nicht nur eine Frage, die jetzt die Sozialdemokratie allein betroffen hat oder die sich dafür interessiert hat, sondern es gibt auch einen sehr breiten bürgerlichen Diskurs um das Wohnen. Man weiß schon, vor 1914 das Militär schlägt Alarm und sagt, so kann man nicht wohnen. Ja, die Leute sind ja gar nicht mehr militärtauglich. Ja, die Leute, Wien ist ja die Welthauptstadt der Tuberkulose gewesen. Es gab keine der großen europäischen Städte, die so dicht verbaut waren. Also das wusste man auch vor 1914 schon längst. Ja. Also die christlich-soziale Regierung als, was soll man sagen, Hausherrenpartei hat sich da immer natürlich gewehrt gegen, wie soll man sagen, größere Reformen. Aber im bürgerlich-progressiven Lager gibt es vor 1914 schon ganz klare Konzepte, wie das überwunden werden muss. Und viele dieser Konzepte werden dann ins Rote Wien übernommen. Das heißt, es gibt ja im Roten Wien, und das ist vielleicht auch so ein Moment dieser Dynamik des Roten Wiener, interessante Kombination, also wie soll man sagen, sozialistischen Ideen und bürgerlich-progressiven Ideen, die können wir in der Bildungsreformpolitik beobachten, in vielen anderen Bereichen. Also so gesehen ist schon vor 1914 relativ klar, so kann es nicht weitergehen und da gibt es eine große, wie soll man, kritische Masse von Intellektuellen und Planern und so weiter, die sich dafür interessieren. Also einerseits Ideologie, andererseits doch ein
Amalgam, wo sich die führenden Köpfe dieser Stadt der besten Ideen, egal woher sie gekommen sind, bedient haben. Glaube ich, so kann man das. Ja, ich glaube, das Rote Wien ist sehr empfänglich. Ja? Also ja. Ein schönes Beispiel ist immer Montessori-Pädagogik. Kommt aus einem komplett anderen Umfeld. Er kommt aus dem katholischen Reformpädagogik. Wird aber im Roten Wien extrem stark rezipiert und auch integriert. Ja, mit eigenen Kindergärten und so weiter. Weil es einfach interessante Schnittpunkte gibt zwischen unterschiedlichen Bewegungen, die alle, wie soll man sagen, so ein ähnliches Ziel verfolgen, ja, also eben Bildungschancen ausgleichen, Bildungschancen auf, also von Leuten mit weniger guten sozialen Hintergrund halt verbessern und so weiter. Ja, da gibt es halt eine breite Bewegung eigentlich, ja, die heute oft vergessen wird, muss man sagen, ja, also dass es eigentlich auch im Roten Wien viel Kompromiss gibt und auch viel Interesse gibt an anderen Konzepten, die nicht sozialistisch sind. Okay, konkret, was mich wundert ist, Wien ist eine der dicht verbautesten Städte des Kontinents, dann gibt es die Möglichkeit, am Stadtrand große Siedlungen mit Einfamilien, Mehrfamilienhäusern anzulegen, also wirklich hinaus sozusagen in die Natur, was natürlich große Flächen benötigt, aber andererseits verlegt man sich dann darauf, riesige Bauten in Wien hinzustellen, die berühmten Gemeindebauten. Wie kommt das dazu, dass man nicht auf die Erweiterung auf die Fläche gesetzt hat, sondern auf die noch mehr Verdichtung der Stadt. Warum? Das ist eine hochinteressante Frage, weil das ja auch zu den großen, schon damals umstrittenen Fragen geht, der 20er Jahre bis heute eigentlich. Ja. So muss man sagen, international ist eigentlich diese, jetzt sagen wir es mal ganz vereinfacht, Gartenstadt-Idee, das Rausgehen der Peripherie, also eben Einfamilienhäuser, Reihenhaussiedlungen, ist eigentlich das State of the Art. Ja? Also quasi die ganzen, wie soll man sagen, Stadtplanungen der 20er Jahre Frankfurt oder auch in London und so weiter, gehen eher in diese Richtung. Ja? Wien entscheidet sich ab 1923 eigentlich für genau das Gegenteil. Ja? Also verdichtet eher. Ein Hintergrund, also es gibt viele Gründe, oder man kann viele Gründe nennen, es gibt eigentlich keine klare Evidenz. Man weiß eigentlich, also bis 1923 dominiert eigentlich die Siedlerbewegung und diese, wie soll man sagen, Umverteilung der Wohnungen durch diese Zwangsrekrutierung. Ab 1923 gibt es diesen großen Shift hin zum kommunalen Wohnbau, den wir alle so kennen, mit dem wir das Rote Wien assoziieren, also Karl Marx oder was auch immer. Es gibt keine wirkliche Begründung dafür, dass man es genauso macht, ja. Das ist, also es gibt keine klare Evidenz, warum sich die Stadt dafür entscheidet, aber gibt es eine Reihe von Indizien, warum sie es tut. Ja. Das eine ist, dass die Stadt nach 1918 sehr viel Grund erwerben kann, seinen Grundbesitz verzehnfachen kann, aber sie kriegt es nicht in großen Flächen, sondern sie kriegt es eigentlich nur an unterschiedlichen Orten der Stadt, am Gürtel zum Beispiel oder eben in Heiligenstadt oder wo immer diese großen Bauten und Gemeindebauten entstehen. Deswegen natürlich auch von Anfang an die Idee, dass überall Gemeindebauten entstehen. Man hat das immer lange Zeit so politisch interpretiert und gesagt, die Sozialdemokratie wollte sich in allen Stadtvierteln einschreiben. Tatsächlich, glaube ich, hat es eher was mit diesem Pragmatismus zu tun, also eben wirklich die Stadt eher zu verdichten. Ein Argument gegen dieses Wohnen der Peripherie war natürlich die Infrastruktur. Das heißt also, wie sollen die Leute von dort weit draußen in die Stadt reinkommen? Man hätte die Infrastruktur sehr ausbauen müssen. Wien hatte eigentlich wenig klassische moderne Massenverkehrsmittel. Es gab eigentlich nur die Stadtbahnen, diese beiden Stadtbahntrassen. Aber sonst war das Massenverkehrssystem in Wien nicht wahnsinnig gut ausgebaut. Also quasi diese infrastrukturellen Fragen sprechen dagegen. Ein starkes Argument aber auch für diese Verdichtung innerhalb der bestehenden Stadt ist natürlich auch so ein Fortschreiben des Denkens des imperialen Wiens. Also viele der Architekten, der Stadtplaner kommen aus den Architekturschulen von 1914 selbstverständlich. Sie kommen mehrheitlich auch aus der Wagner-Schule und das Wagner'sche Stadtkonzept war ja diese Entwicklung der Stadt in konzentrischen Kreisen. So wurde ja auch die Stadtbahn angelegt. Also vielleicht, wenn Sie die Wagner-Ausstellung gesehen haben, hat man das ganz schön sehen können. Also man kann da ganz gut damit argumentieren, dass es nicht genau dieses Denken, Wien so quasi in konzentrischen Kreisen weiterzuentwickeln, eher entlang der schon bestehenden Infrastrukturen zu entwickeln, dann eigentlich sich durchgesetzt hat, pragmatischer erschienen ist. Aber zur Bebauungsdichte muss man trotzdem sagen, sie senken dann innerhalb dieser Wohnbauten, die sie dann errichten, die Bebauungsdichte dann trotzdem sehr, sehr stark. Ja? Also die großen kommunalen Wohnbauten werden dann ungefähr zu 30-40% verbaut, der Grundflächen. Also im Gegensatz zu den gründerzeitlichen Wohnbauten, die eben bis zu 85% verbaut worden sind. Aber das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, über das heute Historiker, Architekturhistoriker, Historikerinnen noch extrem gut streiten können. Ja, also was wurde damals genau gemacht, weil eben wirklich ein bisschen diese Evidenz fehlt. Ja, 23 fängt man mit dem großen kommunalen Wohnbauprogramm an, aber begründet es nicht wirklich, sondern begründet es eher defensiv und sagt, wir wissen, dass es international anders gemacht wird, aber wir machen es aus diesen Gründen so.
Und tatsächlich gibt es auch viel internationale Kritik. Also 26 gibt es einen großen Städtebaukongress in Wien, kommen alle wichtigen Stadtplaner, Architekten nach Wien, werden wunderbar versorgt. Man kann dann quasi in den Berichten über diesen Städtebaukongress nachlesen, voller Lob für das gute Essen, für die wunderbare Arbeit und Unterhaltung, für die schönen Exkursionen. Aber was ihr da macht in Wien, verstehen wir überhaupt nicht. Ja, repräsentative Architektur, schlossartige Gebäude, kein Funktionalismus. Ja, also komplett unverständlich eigentlich für den Großteil der internationalen Beobachter. Das dreht sich dann allerdings mit dem Beginn der Wirtschaftskrise etwas. Ja, dann fängt man an, sich zu überlegen, wie hat Wien das damals geschafft, in so kurzer Zeit unter solchen krisenhaften Umständen wie nach 1918 so viel Wohnraum herzustellen. Aber Mitte der 20er Jahre, Bauhaus ist zu dem Zeitpunkt zum Beispiel in Deutschland dominant, die ignorieren Wien komplett. Ja, also es ist hochfaszinierend, das neue Frankfurt, das ja auch zu dem Zeitpunkt entsteht, gibt eine eigene Zeitschrift heraus und sie schaffen es wirklich in diesen 7 Jahren, wo diese Zeitschrift erscheint, kein einziges Mal das Rote Wien zu erwähnen. Also obwohl es eigentlich ganz viele, wie soll man sagen, Kontakte gibt. Also Schütte-Lihotzky kennt man, geht ja dann von Wien nach Frankfurt, wird dort abgeworben. Es gibt sehr viele Kontakte, aber trotzdem wird das Rote Wien komplett ignoriert, weil eben diese Idee des Städtebaus, wie es im Roten Wien gemacht worden ist, international zunächst einmal gar nicht gut ankommt. Ja. Also mir fallen da jetzt spontan 2 Sachen ein, die mich interessieren. Das eine ist, Gemeindebauten, Karl-Marx-Hof etc., das ist ja eine nicht imperiale Architektur, also ich kenne mich da natürlich nicht wirklich aus, aber es ist eine sehr beeindruckende Architektur mit so Heldenfiguren, also Allegorien an Klänge, an antike Figuren, Gestalten und Helden, was ja wieder so eine Assoziation auch zum Sport erlaubt. Das heißt, eine zumindest imponierende Architektur. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Ausdruck Repräsentativarchitektur, Repräsentanzarchitektur rechtfertigt, aber jedenfalls, wenn man sich diese klassischen Gemeindebauten anschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Also ich würde das einmal fragen und das Zweite, das mache ich dann nachher. Naja, ich glaube, man kann bei den meisten auf jeden Fall natürlich von einer sehr repräsentativen Architektur sprechen. Denken Sie an den Reumannhof oder denkt man an den Reumannhof oder Karl-Marx-Hof und so weiter. Da kann man sich auch wieder ganz gut natürlich. Das Amalienbad. Amalienbad, ja, großartig. Natürlich, es liegt in der Sichtachse im 10. Bezirk. Und da kommt man natürlich ein bisschen zu dem, was man natürlich tatsächlich das Fortwirken der Wagner-Schule wahrscheinlich am ehesten nennen kann. Also eben, wenn man so Wagner-Städtebaukonzepte anschaut, dann geht es natürlich auch immer quasi um die Ästhetik, um die Attraktion. Also eine Großstadt muss in erster Linie attraktiv sein. Sie muss interessante Blickpunkte, wie soll man sagen, bieten. Wagner hat seine eigene Theorie, kann man sagen, man kann es so kinästhetisch nennen. Also der Großstädter bewegt sich ja in der Stadt. Ja? Und in dem Bewegen in der Großstadt muss man immer wieder was Neues für das Auge finden. Ja? Also quasi, es darf nicht langweilig werden. Es muss irgendwie interessant sein. Also das wäre so die eine Argumentation, dass man sagt, irgendwie, da schreibt sie was von der Wagner-Schule vor. Tatsächlich sind ja auch 50% ungefähr der Architekten, man muss wirklich sagen Architekten, es gibt ja nur eine Architektin, ja, die im Roten Wien wirklich jetzt bauen kann, deswegen sage ich das jetzt immer männlich, ja, also, aber vielleicht kommen wir auf das noch. Also die meisten Architekten stammen tatsächlich aus dieser Wagner-Schule, also Gessner, einer der großen, wie soll man sagen, oder Vielbauer im Roten Wien, also Reumannhof und andere Gebäude, zählt dazu. Also das wäre das eine. Das andere ist natürlich, man könnte es auch ein bisschen umgangssprachlich oder vielleicht ein bisschen einfacher natürlich auch erklären, wie kann man so quasi zeigen, dass die Arbeiter, die lange Zeit so verachtet sind, ja, man muss sich diesen Klassenrassismus vor 1914 vorstellen, also die Arbeiter wurden ja tatsächlich als zum Teil was ganz anderes gesehen, ja, als was nicht nur Bedrohliches im politischen Sinn, sondern wirklich was ganz anderes, ja, auch von der so quasi menschlichen Substanz, also man sagt, es gibt ja gute Theorien, die sagen, der moderne Rassismus ist eigentlich zunächst eine klassenrassistische Idee, ja, also zunächst geht es eigentlich um sich von diesen Arbeitermassen zu distanzieren. Ja, also Gfrieser. Ja, Gfrieser, ja, genau, kann man so einfach auch sagen. Ja. Sicher bis heute. Ja, Proleten, was auch immer. Also die Zuschreibungen sind ja wahnsinnig umfangreich. Ja. Also wenn man dann sagt, wie kann man zeigen, dass diese Gruppe jetzt irgendwie, nachdem sie so lange unterdrückt worden ist, tatsächlich, wie soll man sagen, Menschen geworden sind, Subjekte geworden sind. Ja. Wie kann man die mehr, wie soll man sagen, hervorheben, als dass man ihnen quasi die repräsentativste Architektur zur Verfügung stellt, die es gibt, nämlich sowas wie schlossähnliche Architektur, Paläste, wie es ja auch im Roten Wien heißt. Ja. Also
beim Dandlerheim, also wenn Sie das kennen, das ist die Kinderübernahmestelle, steht ja auch noch, dass quasi wer Kindern Paläste baut, irgendwie reißt Kerkermauern nieder. Ja, das ist vielleicht sehr wörtlich zu nehmen. Ja, also es geht schon wirklich, also es hat sicher viele sozialdemokratische Politiker überzeugt. Ja, man sagt, bauen wir doch einen Palast. Ja, wie kann man das besser zum Ausdruck bringen, dass die Menschen, obwohl sie drinnen nach wie vor kleine Wohnungen haben, aber sie wohnen im Palast. Ja. Maria Therese hat ja nicht auf 1000 Quadratmeter gewohnt, sondern am großen Schloss und gewohnt hat sie dann, geschlafen hat sie dann trotzdem an auf 20 oder 50 Quadratmeter. Also so gesehen ist es gar nicht so absurd, ja, so, als so zu denken. Ja. Was mich immer so fasziniert ist, in welcher kurzen Zeit, in welcher Geschwindigkeit das alles entsteht. Ich meine, man muss sich vorstellen, Loega war ja an der Jahrhundertwende noch an der Macht. Es ist ja erst damals ein paar Jahre her, dass das das Proletariat quasi vom Objekt, wie er gesagt hat, zum Subjekt wird. Einerseits ist es also so offenbar, und das wundert mich auch immer, dass Wien, sein rotes Wien, also seine Aufbaupolitik, seine Ich-helfe-den-Bewohnern-Politik gegen den internationalen Trend macht. Was im Trend liegt, ist, wenn man innerhalb von Österreich und auch innerhalb von Europa nach Westen beziehungsweise von der Stadt in die Berge hinaufschaut. Denn dieses in die Natur hinaus, was ja die Stadtväter sehr propagieren, dieses gesunde Essen, die gesunde Bewegung, die frische Luft im Schwimmen lernen, Eroberung der Natur, der Wälder, der Berge, das passiert im Westen Österreichs ja ganz massiv. Der Adelberg wird in den 20er Jahren, das ist genau die Zeit, von der wir jetzt in Wien reden, dank des Anschlusses der Bahnstrecke, also der Adelberg war einer der ersten Berge, der eine durchgehende Bahnstrecke vom Kanal, vom Westen Frankreichs, eben nach St. Anton gehabt hat. Das war eine der Grundlagen dafür, dass der Adelberg als Skigebiet einer der ersten großen Erschließungsaktionen erfahren hat. Ja. Das heißt, die Skibewegung, die auch in Wien, in der Umgebung von Wien stattfindet, denken Sie an Starsky, Matthias Starsky, der in Lilienfeld praktisch single-handedly die alpine Skifahrtechnik entwickelt hat, die dann am Arlberg ja in Wahrheit weiterentwickelt worden ist. Also der wahre Skipionier war Matthias Starsky. Dort sind von den 10er Jahren oder auch nach dem Ersten Weltkrieg, denn Starsky war ein großer Skilehrer des österreichischen Bundesheeres in der Monarchie, sind Sonderzüge geführt worden mit 10.000 Menschen, die über einen Tag nach Lilienfeld gefahren sind, dort einen Skikurs gemacht haben und am Abend wieder nach Hause gefahren sind. Das heißt, diese raus ins freie Bewegung ist ja in den Bergen in Form des Aufblühens des Skisports war ja total das Thema der Zeit. Die Gleichzeitigkeit. Die Frage, die jetzt aber sich in Wien mir stellt, ist, hinter der Idee des Roten Wien war offenbar ein Menschenbild und war da auch eine Idee, ein Konzept, wie eine gute Stadt organisiert und gebaut werden soll. Also ein Menschenbild war es definitiv, oder? Du meinst jetzt quasi jetzt nochmal dieses Verhältnis. Der neue Mensch. Der neue Mensch. Der neue Mensch. Ich meine, natürlich, das ist sicher so. Das gibt es in den verschiedenen Variationen. Gibt es in verschiedenen Variationen. Ist natürlich ein großes Schlagwort der 20er Jahre und keineswegs aufs Rote Wien beschränkt. Also auch das Bauhaus zum Beispiel, auch die neue Städtebau, natürlich argumentiert immer mit dem neuen Menschen. Sind eher grundsätzlich Bildungskonzepte, also quasi wirklich eben der neue Mensch ist einmal zunächst einmal ein aufgeklärter, rational denkender oder in der Lage rational denkender Mensch und so weiter. Also das würde man sagen, der neue Mensch hat nicht ein Körperideal, also deswegen arbeiten die Gemeindebauten ja oft mit diesen Athleten und so weiter, also mit diesen klassizistischen Körperidealen und so weiter. Also es ist eigentlich ein breites Schlagwort, das man nicht in alle politische Felder integrieren kann. Aber in erster Linie ist es nicht am stärksten ein Bildungskonzept. Also quasi, dass die Menschen einmal zunächst gebildet werden, um sich selbst ein Bild von der Welt zu machen und aufgeklärt zu sein, rational zu handeln, gesund zu handeln und so weiter. Also, aber interessant ist die Frage zur Natur, finde ich. Also ich meine, es gibt ja sozialdemokratische Vereine schon vor 1914, Naturfreunde, so ein bisschen Gegenkulturvereine, eben zum Alpenverein und so weiter.
Aber das Rote Wien, würde ich jetzt mal sagen, ist sehr urbanistisch eigentlich. Und da kann man auch wieder, wie soll man sagen, ein bisschen was von dieser wagnerianischen oder wie soll man sagen, vor 1914 sozialisierten Stadtidee sprechen. Also man überlegt eher, dass man die Stadt gesund macht. Ja? Nicht, dass man die Leute dazu bringt, rauszugehen, ja? Sondern eher, dass man die Stadt selber, wie soll man sagen, hygienisiert, dass man sie gesund macht, dass die Menschen in der Stadt eigentlich diese Erholungsräume finden. Das schließt ein bisschen zum Stadion wieder an. Ja? Also quasi die Idee der Natur in den Alltag, bringen, im Gemeindebau es geht oder in, der, genau, in die Stadt bringen. Es geht nicht so sehr in erster Linie darum, dass die Leute, ich meine, es wird nicht unterbunden, es wird auch mit den Vereinen gefördert oder so weiter, aber die große Idee ist eigentlich, diese Stadt irgendwie, soll man sagen, nicht natürlich werden zu lassen, sondern eben so eine Vorstellung von einer gesunden Stadt, die aber trotzdem urban bleibt. Ja? Also eben nicht das Rausgehen, das tun die Leute natürlich in den 20er Jahren viel mehr als je zuvor. Ja, Faltboot fahren, wandern und auch die Arbeiterschaft oder Skifahren fängt damit an. Also in der Praxis gibt es das natürlich alles, aber in der Stadtidee gibt es schon eine gewisse Form von Hermetik eigentlich, ja? Dass das alles innerhalb dieser Stadt entwickelt wird. Ja? Also das ist interessant, währenddessen das vielleicht in den Stadtideen anderswo nicht so ist oder so. Das ist vielleicht der Unterschied zum Roten Wien, ja? Also dass man eben ein anderes Naturverständnis hat. Ja? Wenn man das jetzt ein bisschen enger fasst, konkreter auf die Sportbewegung, das sozialdemokratische Arbeitersport, der ja nicht so wenige Jahre lang zum Beispiel eine eigene Fußballmeisterschaft gehabt hat, unabhängig vom österreichischen Fußballverband, wie der damals geheißen hat, den hat ja die Sozialdemokratie durchaus auch politisch eingesetzt. Da gibt es ja aus den späteren Jahren dann Berichte von Demonstrationen vor und während Sportveranstaltungen, wo die Arbeitersportler mit Banner herumgegangen sind. Nie schießt der Faschismus in Wien ein Goal, was nicht ganz geglückt ist, wie man weiß. Inwiefern sind diese Bewegungen, diese Vereine auch politisch instrumentalisiert worden? War das von ganz oben intendiert und gesteuert oder war das eine quasi unabhängige Bewegung, die der Arbeitersportclub, der Arbeitersportverein, die Arbeitersportbewegung hier durchgeführt haben? Das ist ja dann auch hat ja dann auch einen militanten Arm bekommen, die sind dann verboten worden, wie man weiß und so weiter. Wie passt das ins Rote Wien hinein? Ja, aber es ist wieder eine Frage, die wahnsinnig genau ein bisschen so ins Zentrum der Fragen zum Roten Wien, die wir gar nicht so wahnsinnig gut beantworten können. Die zielen wieder auf die Frage der Dynamik des Roten Wien auf. Wir reden ja da von 10 Jahren eigentlich, wo sehr viel entsteht, wo sehr viel verändert worden ist. Und wir fragen uns natürlich auch jetzt bei der Ausstellung immer, woher kommt diese Dynamik? Ja, kommt die quasi durch eine straffe Organisation, also eben von oben nach unten, oder kommt sie eben, wie soll man sagen, durch eine hohe Autonomie vieler dieser Teilbewegungen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten eigentlich in der Praxis des Roten Wien. Ja, wurde das quasi angefordert, gab es da jemand, der sagt so, ihr müsst jetzt kommen und ihr tretet jetzt alle auf, oder wie viel nehmen die Leute selbst mit, ja? wie hoch ist dieser Anteil, wie soll man sagen, an der inneren Partizipation, ja? Das ist gar nicht so ganz klar irgendwie für uns einzuschätzen, ja? Aber was wir wissen, ist eben, dass sie auftreten, ja? dass sie sowas wie eben Stärke der Partei mit zeigen, die Sportler auftreten, passt natürlich auch gut in diesen Massenformierungen am Rathausplatz. Sie kennen das wahrscheinlich, wo die Leute so Massentouren machen, das gab es ja eigentlich sogar noch bis in die 1970er Jahre. Ja, haben wir ja ganz komplett verdrängt, dass es ja nicht nur natürlich, wie soll man sagen, ein linkes Konzept war, sondern eben natürlich Sport in die Gesellschaft zu bringen, ist ja nicht nur ein sozialistisches Programm, aber dieses Formieren der Leute zu, wie soll man sagen, so geometrischen Figuren, um so ein imposantes Bild zu bilden, hat natürlich auch sehr viel mit Medien zu tun, schon damals natürlich auch. Diese Sachen wurden gefilmt und haben sicherlich in der Kamera wesentlich imposanter ausgeschaut als in der Realität des Platzes. Wobei es ein interessantes Moment gibt, also auch in der filmischen Repräsentation dieser Massengeschichten des Roten Wien oder überhaupt der Bildpropaganda des Roten Wien, dass man eben nicht so wahnsinnig Wert legt darauf, dass diese Bewegungen der Masse so exakt ausgeführt werden. Also diese Filme, die wir kennen, überliefern uns immer eigentlich so ein Bild einer leichten Unexaktheit. Ja, also das lesen wir oder würde ich so lesen, dass es da ein bisschen darum geht, da immer wieder diese Spannung von Individuum und Kollektiv anzusprechen. Es gibt einen wunderbaren Film über einen Kindergarten, den ich sehr, sehr beeindruckend finde. Es geht, glaube ich, um den Sandleitenhof-Kindergarten und man sieht, wie die Kinder irgendwie quasi rausströmen aus dem Kindergarten, sich da auf der Terrasse tummeln, dann kommt irgendwann die Kindergartentante raus und ruft die Kinder wieder zurück und alle marschieren brav mit, aber eins bleibt sitzen.
und geht nicht mit. Ja? Und das wird aber, das hält die Kamera fest, das zeigt sie uns. Ne? Also das finde ich mal recht interessant. Also es geht nicht um sowas wie Exaktheit, sondern auch ein bisschen um die Abweichung. Und es sind auch nicht zwingenderweise immer die wohlgeformtesten Körper, die man auf diesen Repräsentationen sieht, ja, sondern es geht wirklich vielleicht, also, aber das bleibt sehr umstritten, ja, ist das, wie autoritär ist das, ja, muss man da mitgehen, hat man mit Sanktionen zu rechnen, wenn man nicht mitgeht, das wissen wir eigentlich relativ wenig, ja, also da gibt es wenig Überlieferung eigentlich über diese Fragen der Praxis, also ich würde jetzt einmal davon ausgehen, dass Leute nicht zwingenderweise gezwungen wurden, ja, also, sondern es schon auch eine Form der inneren Anteilnahme am Roten Wien gibt und die Leute das mehr oder minder freiwillig tun, ja. Das deckt sich durchaus mit dem Grundwiderspruch oder eigentlich mit dem Dilemma, mit der Grundvielfalt, mit der Grundverfasstheit des Sports, der ja auch so zwischen den Idealen Kollektivierung, Fußball, eine Mannschaft muss zusammenarbeiten, und Individualisierung, also quasi Ranking und andere Aspekte, beide Aspekte vereint. Da gibt es natürlich beide Seiten, die einerseits auseinander halten den Sport, verschiedene Phänomene, aber andererseits natürlich zusammenwirken und interessant sind eigentlich nur im Zusammenhalt, im Unterschied, aber im Zusammenhalten. Bevor ich dann Sie ersuche oder Ihnen Gelegenheit geben darf, Fragen zu stellen, noch einen letzten konkreten Aspekt, noch einmal in die Konkretisierung. Ich habe mir das angeschaut, das Einführen der Bewegung in den Alltag des Gesundheitsgedankens, ja, des gesunden Lebens und so weiter, passiert natürlich auch in der Schule. Und zwar gibt es schon vor dem Ersten Weltkrieg so reformpädagogische Initiativen, die Bewegung als sinnvollen Inhalt des Lehrplans ansehen. Interessanterweise kommen dann, und das spricht auch für diese sozusagen Vielfalt der Ideen und Ideologien, die im Roten Wien aus verschiedenen Quellen geschöpft werden. Ab 1919, 1920 gibt es dann eine Bewegung, das nennt sich natürliches Turnen. Ja, das ist einerseits ein Widerspruch in sich, denn jedes Turnen ist, des Menschen ist eine Kunstbewegung. Das ist eine Bewegung, die mit einem bestimmten ästhetischen oder bewegungsimmanenten Ziel ausgestattet ist. Das heißt, die ist nicht natürlich, was immer man jetzt unter Natur, natürliche Bewegung verstehen will. Ja? Also es ist gleichzeitig eine Kunstbewegung und eine Naturbewegung. Das nennt sich natürliches Turnen, wurde von den zwei Reformern Gaulhofer und Streicher propagiert. Und die Prinzipien waren Kindgemäßheit, Selbsttätigkeit der Schülerinnen, Prinzip der Bewegungsaufgabe, Naturgemäßheit, Individualisierung, Gemeinschaftserziehung. Das heißt also Kindgemäßheit, Individualisierung, Selbsttätigkeit, aber alles sozusagen als Lehrprinzip. Ja? Also von oben verordnete Individualisierung und Selbsttätigkeit. Schulskikurse gab es ab 27 und das Interessante ist, diese Reformer, der Herr Gaulhof und die Frau Streicher, kommen eigentlich aus einer, das ist, wird ja auch im Roten Wien diskutiert, aus der Ecke der Eugenik. Also die waren schon in einer Richtung unterwegs, die nicht so ganz ohne ist. Und wenn man diese Gesundheitserziehung auf die Spitze treibt, dort natürlich anstreift. Ja, ja. Willst du eine Antwort drauf, oder? Ja, klar. Hat es im Roten Wien, um das jetzt zu formulieren, so eugenische Anwandlungen gegeben? Naja, das gehört also, wie soll man sagen, den großen Themen, die sehr kontrovers diskutiert werden. Natürlich gibt es, wie soll man sagen, ich würde sagen, vielleicht ist die Wortwahl anstreifen nicht schlecht oder so. Ja? Also es gibt von Dandler Aussagen, die schon ein bisschen natürlich in die Richtung gehen. Dandler ist Arzt, er ist Anatom. Ja? Das heißt, er denkt den Menschen in erster Linie als Körper und nicht, wie soll man sagen, als Seele, wie das vielleicht in vielen anderen pädagogischen Konzepten der Fall ist. Und die Verbesserung des Körpers ist so quasi seine Hauptagenda. Ja? Und da kommen wir natürlich letztlich auch schon in die Richtung dessen, was man Eugenik nennt. Ja? Aber es ist natürlich weit entfernt von dem, was man natürlich irgendwie dann in faschistischer Eugenik, also ist, wie soll man sagen, so eine Eugenik der Vermeidung von ungesunden Leben und das Zurverfügungstellen von besserem Leben.
ein schönes Beispiel eigentlich, um so seine Politik ein bisschen zu charakterisieren, ist ein großer Misserfolg. Ja, es gibt diese Eheberatungsstellen, ich weiß nicht, wir werden schon davon gehört haben vielleicht, die werden, glaube ich, 1923 eingeführt im Rathaus, gibt es so Eheberatungsstellen und es wurden die Leute eingeladen, bevor sie heiraten, sich dort medizinisch untersuchen zu lassen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute einfach gesagt haben, wir sind zwar Sozialdemokraten, ich interpretiere das so, ja, wir sind Sozialdemokraten, aber da lassen wir uns nichts reinreden. Ja. Also dieses Angebot der Beratung wurde nicht so angenommen. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Beratungsstellen auch, also Mutterberatungsstelle, Säuglingswäschepaket und so weiter. Das sind also, wie soll man sagen, Politiken der Hygiene, der Sauberkeit, die man natürlich, wie soll man sagen, schon auch in Richtung natürlich auch schon dramatischer Momente auch der Eugenik irgendwie, also Vorstufen vielleicht auch in gewisser Weise. Zunächst einmal ist es aber eben Fürsorgepolitik und noch nicht, wie soll man sagen, Zwangspolitik. Also es wird nie ein Zwang ausgeübt im Roten Wien. Also diese, weder gibt es die Möglichkeiten noch gibt es, wie soll man sagen, ein Programm, das in diese Richtung zielt. Außer so vielleicht ein bisschen so. Ja, der Zeigefinger ist natürlich, wie soll man sagen, Teil des Roten Wien. Ja, also wie soll man sagen, der Zeigefinger ist natürlich schon... Ja, der ist vorhanden natürlich. Also in diesen Beratungsstellen und so weiter und ja, Einrichtungsberatungsstellen. Es ist nicht eine wirklich durchberatete Stadt. Also wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang weiterreden, angefangen von Bruno Kreisky, der in dieser Gegend sozialisiert wurde und dann mit dem Kindergeld, Eheprämie und so weiter, dann gab es ja genug Maßnahmen, bis zum heutigen Phänomen, dass mir meine Versicherung, ich sage jetzt nobelerweise nicht, welches sie schreibt, also quasi kurz gefasst, wenn ich nachweisen kann, dass ich gesund bin und mich ordentlich bewege, muss ich weniger zahlen, dann erspare ich mir einen Teil des Selbstbehalts und so weiter, was ich sehr problematisch finde. Aber bitte, wer widerspricht uns? Nein, kein Widerspruch, sondern Zusatzfrage zur Grenzsituation des Roten Wien, weil das ist ja eigentlich eine Insel gewesen. Und wie waren die Beziehungen vom Roten Wien nach außen jetzt direkt politisch, kleinpolitisch, sage ich jetzt einmal? Und gibt es da auch irgendwelche Geschichten über, dass die Menschen anders sozialisiert worden sind über eine Generation vielleicht und dass es da wirklich größere Unterschiede gegeben hat als heute zum Beispiel? Oder? Also diese konkrete kleinpolitische Situation. Stadt-Land-Gefälle oder? Naja, Stadt-Land, na, vor allem schwarzes Niederösterreich, rotes Wien oder schwarzes Restösterreich, rotes Wien. Wie war das genau? Das Nein, ich meine, anfänglich gibt es ja diese Koalitionsregierung bis 1920, also viele der Reformen, die wir heute noch haben, also eben 8-Stunden-Tag jetzt ja nicht mehr, muss man sagen, ja, oder andere, also Arbeiterräte und so weiter, das wird ja noch in einer Koalitionsregierung zwischen den Sozialdemokraten und den Christlichsozialen durchgeführt. Also in den ersten Jahren, würde ich sagen, natürlich direkt unter dem Eindruck des Krieges gibt es eine relativ hohe Bereitschaft irgendwie der Kooperation, wird auch immer damit interpretiert, dass die Sozialdemokratie, wie soll man sagen, den Christlich-Sozialen den Rücken ein bisschen vor noch linkeren Bewegungen frei hält, also vor der Räte, vor den Rätebewegungen und so weiter. Also das wird ja auch immer so interpretiert. Gibt es viele Indizien dafür, dass das natürlich für die Christlich-Sozialen, wie soll man sagen, attraktiv war, die Sozialdemokraten als geringeres Übel zu akzeptieren. Und ab 1920, oder nach dem Zerfall dieser Koalitionsregierung, wird es nicht dann tatsächlich irgendwie konfliktreicher. Also es gibt ja dann zunächst auch die Überlegungen, Wien auszudehnen, das Stadtgebiet größer zu machen, also Groß-Wien dann irgendwie zu entwickeln. Das scheitert dann, man einigt sich dann darauf, Wien zu einem Bundesland zu machen, aber in den Grenzen von 1914, also da wird Wien eigentlich, wie soll man sagen, schon ein bisschen eingehegt. In den ersten Jahren gibt es auch noch vom Roten Wien relativ viel Versuche, so quasi eine Brücke zu schlagen zu den Bundesländern oder so, auch dort für Reformen oder für Verständnis zu werben. Also man kümmert sich ein bisschen um die Flößer im Ennstal und versucht irgendwie so eine gemeinsame proletarische Herkunft von städtischen Industriearbeitern und ländlichen Arbeitern herzustellen, aber das funktioniert eigentlich nicht wirklich gut. Bitte? Na, umgekehrt eigentlich wenig. Also ich meine, man weiß natürlich, auf der einen Seite gibt es diese harten politischen Auseinandersetzungen, vor allem um Wahlen. Also wenn man die politischen Plakate, mit denen wir ja die Erste Republik in der Regel assoziieren, anschaut, dann sind die nicht von einem traumatischen Konflikt geprägt. Also die Christlich-Sozialen zeigen die Sozialdemokraten als Bombenleger, die Sozialdemokraten zeigen die Christlich-Sozialen, wie soll man sagen, als Kriegsverursacher, als alleinige Kriegsverursacher, als Geldsäcke, was auch immer. Also gibt es eigentlich sehr unappetitliche, wenn man so will, aber wenn auch künstlerisch sehr avancierte Grafik.
Es gab aber trotzdem bis, sagen wir mal, Justizpalast Brand 27 noch viele Versuche, irgendwie immer wieder irgendwie Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Ja, also das ist natürlich, im Parlament gibt es viele gemeinsame Beschlüsse. Also es ist eigentlich, es spitzt sich dann halt einfach Mitte der 20er Jahre zu. Ja. Und mit der Wirtschaftskrise natürlich geht das Ganze natürlich für das Rote Wien zunehmend in die Schieflage. Ja, also quasi jetzt auf dieser ganz alltäglichen und Praxisebene weiß ich jetzt eigentlich auch nicht so viel Zeugnisse. Ja. Ich meine, auf der politischen Ebene ist es natürlich ganz rabiat, ne, da wird es nicht massiv abgelehnt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Leute damals schon noch, ich kann mich jetzt schon an einen Brief erinnern, wo Leute dann noch, wo eine Frau nach Wien geht, extra auch. Ne. Also natürlich, weil die Attraktivität der Großstadt trotzdem auch noch im Roten Wien natürlich ein starkes Argument ist und so weiter. Also wahrscheinlich, vieles müsste man wahrscheinlich dann noch viel genauer anschauen, wie die Leute jetzt wirklich in Selbstzeugnissen, es hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel erhalten, das ist aber das Problem auch. Also wir haben ja jetzt bei der Ausstellung sehr intensiv gesucht eigentlich auch noch sowas wie Selbstzeugnissen, Erfahrungsberichten und so weiter, aber es ist gar nicht so einfach irgendwie da, also in dieser Praxis was rauszufinden. Ja? Aber ich würde sagen, die Frage ist ganz zentral und wichtig oder so, ja? Also eben ein bisschen wegzublenden von diesen offiziellen, ja, konfliktreichen Darstellungen. Ja, Geschrott, ich möchte gehen zurück zum Thema, wo, damit Sie fertig gesprochen haben, über den Sport in den Schulen. Es kommt mir vor, dass es wurde fast nie ernsthaft thematisiert oder aufgenommen von Roten Wien, ein Sportprogramm im Schulprogramm einzubauen. Man sieht es schon von den Gebäuden her, also den Schulanlagen. Also es gibt keine echte Sportplätze, gibt es kein innerliche, so was wir auf Englisch Gymnasium nennen. Sowas in der Schule gibt es nicht in Österreich. Man hat einen Schulhof, wo man draußen ein bisschen was bewegen kann, aber meistens rauchen. Und sonst, außer dem Skikurs, was jetzt fehlt, immer mehr, ist alles aus der Freizeit irgendwie chaotisch zugelassen oder hintergelassen. Und die Schüler, meine Kinder haben auch Wiener Schule besucht, und ja, man kommt das nur mit großer Mühe die Schule wirklich eine Sportausbildung irgendwie zu finden. Und auch, was ich habe viel über Rote Wien gelesen, und ich sehe nirgendwo eine echte Debatte oder Diskussion darüber. Das würde ich sehr gern von Ihnen weiter hören. Ja, wenn ich da antworten darf, also ein bisschen muss ich widersprechen, also was das Rote Wien betrifft, man übernimmt natürlich den Großteil der Schulbauten aus der Zeit von 1914. Also es gibt vor 1914 eine große Schulbauoffensive noch unter der christlich-sozialen Regierung, also die klassischen Volksschulen, die wir alle kennen, also diese 4-5-stöckigen Gebäude, die tatsächlich, wie soll man sagen, noch nicht, wie soll man sagen, diese Bewegungsräume eingebaut haben. Also in der Reformpolitik des Roten Wien, dort, wo es dann auch wirklich verwirklicht worden ist, es gibt allerdings nur ganz wenige Schulen, die wirklich während der Zeit des Roten Wien fertiggestellt worden sind. Dort wird es sehr intensiv eingebaut. Also es gibt ein Modell, die Freihofschule im 22. Bezirk, das ist so quasi das Mustermodell des Schulbaus des Roten Wien, und da gibt es nicht einen großen Turnsaal, da gibt es große Bewegungsräume außen, da gibt es eine Terrasse, es ging ja auch immer um den Weg ins Freie, also quasi für den Zeichenunterricht, dass die Kinder auf die Terrasse gehen konnten und so weiter. Also Bewegung war da ganz ein zentraler Aspekt, auch gab es einen eigenen Schulgarten, der von den Kindern bewirtschaftet worden ist, damit sie eben sowas wie eine Verbindung, wie soll man sagen, zu den Grundelementen des Wissens aufnehmen können. Also das schließt vielleicht an einen interessanten Begriff an, der mich sehr fasziniert. Es gibt so einen Heimatbegriff des Roten Wien, den man normalerweise diesen Begriff ja eher mit nationalen oder eher, wie soll man sagen, konservativen Bewegungen assoziiert. Aber die Vorstellung davon, dass man nur lernen kann, wenn man sich zugehörig fühlt, also wenn man quasi auch akzeptiert ist, also wenn man wirklich eben so sich beheimatet fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das wäre so zur Schulpolitik. Aber eben in den Reformpolitiken, Projekten, wird es durchgesetzt, genauso wie Sie sagen, aber die Zahl ist sehr gering.
Also man muss auf die Schulbauten, die bestehenden Schulbauten zurückgreifen, die diese infrastrukturellen Möglichkeiten nicht bieten. Das ist ja auch heute eigentlich, wie soll man sagen, einer der großen Probleme, dass diese Schulbauten einfach veraltet sind, ja. Und man eigentlich sehr viel tun muss und das, wie soll man sagen, viele Reformen in der Schulpolitik auch heute ja davon verhindert werden, dass man diese Gebäude nicht so einfach adaptieren und umbauen kann. Oder man könnte schon, aber man tut es halt nicht. Nur zwei Sätze dazu. Ich käme da nicht so aus wie der in Wien, wie der Herr Schwarz. Nur grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die österreichische Pädagogik im Vergleich zu zum Beispiel zur britischen oder zur skandinavischen Pädagogik bewegungsmäßig einen großen Nachholbedarf hat. Also die sind einfach hinten nach. Hier ist in den Schulbauten und in den Lehrplänen einfach die Bewegung viel später als Unterrichtsgegenstand und als Lernziel eingeführt worden. Das schlägt sich eben in den Lehrplänen nieder und in den Bauten. Aber man muss, glaube ich, dem Roten Wien zugestehen, die haben wenigstens angefangen. In den alten Gymnasien und da gibt es eben diesen kleinen muffigen Turnsee und sonst nichts. Ich war selber Lehrer, ein paar Jahre, ich kenne das, das ist Katastrophe. Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Also ich finde, ja, diese Diskussion ist alles sehr gut. Ich bin selbst ein Arbeiterkind. Ich bin 1953 in Wien geboren. Meine Eltern waren Wiener, waren Arbeiter. Ja. War das nicht alles nur Zeitgeist eben? So wie heute. Heute sitzen wir vor dem Fernseher, hinter dem Laptop, hinter dem Computer. Bewegung war damals auch mehr oder weniger nicht nur von oben vorgegeben, sondern natürlich auch Eigeninitiative, mehr oder weniger, ist meine Meinung. Ja? Also ich würde das nicht jetzt verallgemeinern und sagen, es wurde alles uns aufdiktiert. Ich bin in Wien in Schule gegangen, ja? Teile auch in Niederösterreich, weil wir sind jetzt in Niederösterreich, ich bin jetzt in Niederösterreich, wir haben ein Haus gebaut selbst, ja. Meine Eltern haben auch eine Gemeindewohnung bekommen. Die waren damals ziemlich froh darüber, dass es solche Initiativen eben gegeben hat. Also meiner Meinung nach. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin Wienerin, ja. Und wir haben uns bewegt als Kinder gerne. In Turnsaal genauso, weil da wurde uns was gelernt. Ja, also so habe ich das damals empfunden. Und das alles ist natürlich Zeitgeist auch. Aber nicht nur Diktatur. Und man muss selbst Initiative auch ergreifen, damit eine Zeit faktisch ausgefüllt wird mit Sinn, könnte man sagen. Oder Gesundheit ist ja ganz was Wichtiges, ist meine Meinung. Also würde ich sagen, das Rote Wien hat es sehr gut geschafft. Ja, ja, wir haben eh kurz gesagt, es lag sicher auch in der Zeit, eben die Bewegung in die Berge hinein, Skisport und so, da ist einiges in Bewegung gekommen. Aber wenn Sie Stefan Zweig lesen, unwissenschaftlich, aber sehr anschaulich und sehr schön geschrieben, die Welt von gestern, wie dieser Move mit den, zuerst waren diese Radsportvereine, dann gab es Schwimmvereine schon im 18. Jahrhundert, also das hat sich damals einfach, genau, das war die Zeit. Weg mit diesen komischen Kleidern und mit den Perücken und so weiter, sondern einfach an die Luft. Kann man dazu stimmen. Ja, wir haben das jetzt vor allem ein bisschen historisch diskutiert, nicht? Und der Herr Skoczek hat gerade einen kleinen Sprung gemacht in die 70er Jahre und hat Bruno Kreisky erwähnt und einige seiner Initiativen in dem Zusammenhang. Ich würde gerne noch einen kleinen Sprung anschließen und einmal die Frage aufwerfen, ob nicht in dieser Zeit doch sehr viele Konzepte und Denkmuster zum Thema lebenswerte Stadt entstanden sind, die eigentlich bis heute weiterwirken. Und ich will jetzt gar nicht also Economist und Mercer und lebenswerte Stadt international und so weiter erwähnen, aber allein die Tatsache, dass immer wieder also Stadtplaner nach Wien pilgern, um sich die Situation hier anzuschauen und dass sozusagen der Mix aus Gemeindewohnungen, Kommunalwohnungen, Genossenschaften
Privateigentum und so sehr gut funktioniert in Wien und auch in den neuen stadtplanerischen Aktivitäten. Oder dass es Bürgermeister Häupl gelungen ist, eine Allianz der Bürgermeister von einer ganzen Anzahl von europäischen Städten zu schmieden, um sich gegen einige Entwicklungen in der Europäischen Union, die gesagt haben, also alles Markt und alles privatisiert und so weiter, zur Wehr zu setzen. Also das sind doch Ideen, die man schon zurückführen kann auf diese gloriose Epoche des Roten Wien, die aber bis heute also noch irgendwo weiterleben, in veränderter Form zum Teil, aber doch. Ja, ich meine, kann man was sicher zustimmen, ja, dass nicht in vielen, also ich nehme jetzt nur ein Beispiel, also wenn man heute zum Beispiel Architekten, Architektinnen zuhört, wenn es um den, wie soll man sagen, neuen Schulbau geht, ja, dann ist es wirklich frappant irgendwie, dass es genauso klingt, wie wenn es 1920 geschrieben worden wäre, ja. Also Selbsttätigkeit der Kinder, Flexibilisierung der Klassenräume, wie soll man sagen, also all Bewegungen und so weiter. Also vieles kann man sagen, natürlich von dem, was wir gerade in der Pädagogik oder beim Wohnen uns vorstellen, kann man ganz gut das Rote Wien zurückführen. Ja, man muss immer aufpassen. Wir wissen, wir leben in der lebenswertesten Stadt der Welt. Ja, andererseits aber ist so ideal ist die Stadt auch wieder nicht. Ja, also man, das Wohnen wird teurer. Die Integration von Menschen, die zugewandert sind, funktioniert in dieser Stadt auch nicht hervorragend, muss man sagen. Ja, also gerade gestern war ein wunderbarer im Rahmen des Humanities Festivals vom Rami Ali, der über die 800.000 Muslime gesprochen hat, die wirklich auch, wie er auch zu Recht sagt, glaube ich, rassistischen Vorteilen unterliegen. Ja, also wir haben schon eine Reihe von Problemen auch. Ja, also ich würde jetzt sagen, das Rote Wien ist wirklich nicht leicht, beim Roten Wien viel zu kritisieren, muss man wirklich sagen. Ja, sie hatten vielleicht auch gar nicht die Macht, irgendwie alles durchzusetzen. Also insofern, die Begrenzung der Macht am Roten Wien ist vielleicht auch ein interessantes Moment. Ja, also, dass da wirklich sehr viel von den Leuten kam, glaube ich, und sehr viel von den Leuten möglich geworden ist. Aber wir müssen natürlich einfach aufpassen, es nicht zu idealisieren, ja, vor allem auch vor dem Hintergrund der jetzigen Situation, glaube ich. Ja, also man, es gibt viel Anleitung in Wien, würde ich auch sagen, städteplanerisch, wohnungspolitisch, bildungspolitisch. Aber es muss halt irgendwie auch wieder umgesetzt werden. Und insofern ist es vielleicht ein bisschen Gefahr, dass man sich zu sehr ausruht. Ja, vielen Dank. Ich würde da gerne anknüpfen. Herr Werner Schwarz, Sie haben kurz darauf hingewiesen, dass vor dem Einsetzen des kommunalen Wohnbaus es erst einmal ein Ausschalten des privaten Wohnbaus gegeben hat. Das ist mir ehrlich gesagt komplett neu. Darf man sich das so vorstellen, wie ein Enteignen der Zinshauseigentümer, Inhaber und Verstaatlichen dieser Wohnungen? Na, es wurde die Wohnungswirtschaft wurde quasi, wie soll man sagen, also kommunalisiert oder verstaatlicht. Ja. Also die Wohnungen blieben im Privateigentum oder die Häuser blieben im Privateigentum, aber die Wohnungsvergabe wurde zentral gesteuert. Das heißt also, jede Wohnung, die frei, wenn jemand ausgezogen ist und die Wohnung musste dann wieder angemeldet werden, wurde wahrscheinlich in der Praxis nicht immer so gemacht, aber das war zumindest das Gesetz, dann wurde diese Wohnung quasi angemeldet und dann wurde sie zentral administrativ vergeben an jemanden, der ihm bedürftig war. Ja. Also man weiß schon, dass bis in die Mitte der 20er Jahre ungefähr so 50.000 Wohnungen auf die Art und Weise umverteilt worden sind. Aber es gab eben auch Zwangseinquartierungen bei großen Wohnungen und so weiter. Das andere, was Sie ansprechen, ist natürlich, ist der Friedenszins, ist ja quasi der Mieterschutz, der schon 1917 während des Krieges eingeführt worden ist, also wo die Mieten drastisch irgendwie eingefroren worden sind auf die Zeit vor 1914 und das hat dann mehr oder weniger im Kontext der Inflation den privaten Wohnungsmarkt eigentlich, wie soll man sagen, unrentabel gemacht. Deswegen wird eigentlich nie mehr privat investiert nach 19 oder kaum mehr privat investiert in den Wohnungsmarkt. Also insofern ist es ein Bündel von Faktoren, die da zusammenspielen. Aber diese Zwangs, wie soll man sagen, Vergabe von Wohnungen war sicherlich zunächst eigentlich das wichtigste Mittel, um quasi den der aktuellen Wohnungsmod entgegenzutreten und wird auch heute immer wieder diskutiert. Ja? Also es ist ja nicht ganz, wie soll man sagen, ein nur rein historisches Thema. Entschuldigen Sie. Ich würde gerne auf die erste Frage aus dem Publikum ein bisschen nochmal eingehen und das Verhältnis von Stadt und Land ansprechen, und zwar über die Kunst am Bau, weil ich finde, wenn man sich mit dem Roten Wien auseinandersetzt oder auch mit dem Wien in den 50er Jahren, ist die Kunst am Bau immer so ein auch dabei, aber nicht wirklich, da hat es am Programm gefehlt. Und ich finde, oder mir persönlich kommt vor, als ob gerade dieses Verhältnis Stadt und Land in der Kunst am Bau thematisiert wird und auch versucht wird, die Kunst am Bau einzusetzen als vermittelndes als vermittelndes Argument zwischen Stadt und Land und auch zwischen ArbeiterInnen und Arbeitern und eigentlich der besseren Schicht innerhalb des Rings. Also ich denke jetzt zum Beispiel, um Stadt und Land anzusprechen, an Siegfried Charus, Fries der Arbeit am Zürcher Hof. Ich würde einfach um eine Einschätzung bitten, ob da die Kunst am Bau so funktioniert oder nicht.
Also jetzt speziell in Wien, irgendwie gibt es schon so eben Momente, irgendwie, wo man versucht natürlich so quasi so eben diesen Schulterschluss auch mit sowas wie bäuerlichem Leben irgendwie herzustellen. Also manche Kunstwerke gehen tatsächlich in diese Richtung. Wie intensiv diese Beziehungen oder Versuche sind, da so einen Ausgleich zu finden, kann ich jetzt gar nicht so genau fürs Rote Wien beantworten. Was wir aber sicher alle kennen nach 45 sind die sogenannten Wien-Wochen. Also wer aus den Bundesländern kam, ich gehörte dazu, musste quasi halt irgendwie eine Woche in Wien verbringen. Das war zum Beispiel eines dieser Projekte jenseits der Kunst, also im Bereich der Pädagogik, um eben so diese Wieder- und diesen Gegensatz zwischen Wien und den Bundesländern zu überwinden. Ja. Im Roten Wien fallen mir jetzt da eigentlich keine Initiativen ein. Also im Bildungsbereich und im Kulturbereich ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schwach. Ja. Also von den ersten Jahren abgesehen, wo es diese Versuche gibt. Ich habe da nicht nur eine Nachfrage gehabt. War das allein in Wien so? War das einzigartig für Wien, also dass der Wohnungsmarkt unrentabel ist? Also, dass Mieterschutz man den rausgenommen hat? Wieder Mieterschutz wird für ganz Österreich eingeführt. Also so gesehen natürlich, das Problem haben auch die anderen Städte, aber natürlich ist in Wien wesentlich eklatanter, weil diesen, wie soll man sagen, spekulativen Wohnungsbau gibt es in der Form zumindest innerhalb der heutigen Republiksgrenzen hauptsächlich in Wien. Also das heißt also, diesen spekulativen Wohnungsbau mit der starken Zuwanderung im späten 19. Jahrhundert, das betrifft dann eigentlich hauptsächlich so quasi Wien, aber rein jetzt von den Gesetzen her betrifft es auch andere Städte. Und dann wollte ich noch fragen, zu diesen Gesundheitskonzepten, ist das wirklich so aus der Arbeiterschaft gekommen oder waren das eigentlich bürgerliche Konzepte? Oder also inwiefern war das was noch Größeres? Also weil diese Bewegungen hat es ja, also mir ist nur eingefallen noch als dazu, also ich habe irgendwann Anfang der 90er Jahre mich mit Austromarxismus beschäftigt und da habe ich einen Artikel vom Adler gefunden, wo sie gesagt haben, die Arbeiter sollen nicht so egoistisch sein und mehr Kinder kriegen. Dass der Volkskörper sich mehr vermehrt für, also, ja, also von dem hat schon solche Ideen gegeben, natürlich, nein, aber, was so Bio, nicht, aber es waren keine totalitären. Also weit entfernt von totalitären Maßnahmen, aber natürlich gibt es sowas, was man jetzt so in einer so Foucault'schen Leseart biopolitisch nennt, also wirklich so, der Staat irgendwie greift ein quasi in das Reproduktionsverhalten seiner Bürger und so weiter. Da gibt es natürlich viele Überlegungen natürlich in der Zeit, aber es gibt keine Zwangsmaßnahmen, das ist ganz zentral. Also ja. Weil da durchschnittlich waren zwei Kinder oder genau. So pro Familie und das war viel zu wenig. Also genau, also gibt es solche... Das ist nur so ein Kommentar dazu. Das ist eine große Frage, die intensiv diskutiert wird, allerdings inzwischen gestern, dass die Kinderzahl so runtergeht. Ja? Also die Verheiratungszahlen steigen enorm an in den 20er Jahren. Auch die Ledigenrate steigt aber auch an und die Leute kriegen weniger Kinder. Ja. Das ist auch ein großes Thema, das schon auch Sozialdemokraten mit dem Tandler beschäftigt. Ja. Aber die Lösungen sind nur weit entfernt dessen, dass Zwangsmaßnahmen angedacht werden. Wären auch gar nicht möglich gewesen, also auch in den Möglichkeiten des Roten Wien. Ja, das andere war zu diesem Bürgerlichen, also weil dieses Alpinismus, das kommt ja eigentlich auch vom Bürgertum, oder? Ja, natürlich, muss sagen, die Sozialdemokratie hat ja so zwei interessante Wurzeln. Das eine ist so etwas wie die klassische Arbeiterbewegung, wenn man so will, die Gewerkschaftsbewegung, also quasi eher eine Bottom-up-Bewegung und auf der anderen Seite natürlich ein wichtiges liberales Bürgertum im späten 19. Jahrhundert irgendwie schließt sich dann der Arbeiterbewegung an. Also die meisten der wichtigen sozialdemokratischen Parteigranden und auch im Roten Wien stammen natürlich eher aus dem liberalen Bürgertum, aus dem jüdischen assimilierten Bürgertum. Die Familie Adler ist das beste Beispiel, Tandler ist ein solches Beispiel. Ja. Das sind jetzt in erster Linie Ideologen, im ganz klassischen marxistischen Ideologen, erst ihre Söhne so quasi wie Otto Bauer, aber diese Vätergeneration, und das ist, glaube ich, deswegen kann man da ganz schön mit dem Begriff des Vaters ganz reden, weil das Rote Wien schon paternalistisch-patriarchale Momente besitzt. Ja. Die stammen ja eher aus dem liberalen Bürgertum. Ja, ja, und auch als Abschlusswort, und dann möchte ich ganz autoritär das dirigistisch das beenden. Ich habe mich schon überzogen. Aber natürlich ist auch diese Gesundheitsbewegung, die Bewegung zur Bewegung, die speist sich aus vielen Wurzeln. Sie haben das am Arlberg vom Arbeiterkind Karl Schranz, dessen Vater Eisenbahner war, der die Schienen im Arlbergtunnel kontrolliert hat, zu den Bauern, die ihre Wiesen mit Liften bestückt haben, bis zum gehobenen Bürgertum, das dann Hotels und so weiter gebaut hat. Und das ist in Wien auch so. Also da gibt es eben von der Reformpädagogik über die sozialdemokratische Körperkultur bis zu was Gott was. Also viele, viele Wurzeln, die sich am Körper sozusagen festgemacht haben und den Körper als Ansatzpunkt der Erziehung, aber mit dem Mensch, mit der Entwicklung des ganzen Menschen als Ziel gesehen haben.
Gut, damit bedanke ich mich recht herzlich vor allem beim Herrn Schwarz und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme. Danke und schönen Wahlsonntag noch.